Ja, was isst du da gerade? Du isst Frühstück also, irgendwie? Ich esse jetzt hier irgendwie so Peanut Butter Sandwich. Ich habe das noch nie gegessen. So Erdnussbutter ist da drauf, Bananen und ich glaube, es ist Erdbeermarmelade auch noch drauf. Schmeckt gar nicht so schlecht, hört sich mies an, schmeckt aber einigermaßen okay. Also ich bin echt positiv überrascht. Du gabst als Beilage schön Pommes, ja? Aber es sind süße Pommes. Hoffe ich. Hm. Dann habe ich mir hier noch so ein, zwei Frühstücke bestellt. Das nenne ich schon meine ausgewogene Mahlzeit. Du brauchst 3 Liter Kaffee sicher. Mhm. Circa. Das ist die erste Ration. Ich fühle mich gut auf jeden Fall, aber ich bin extrem müde. Es war gestern extrem lange wach. Da bin ich heute ein bisschen zerknittert, aber das ist eigentlich. Sieht so aus wie das blühende Leben. Wo sind wir hier gerade? Was ist denn das für eine Anlage hier? Das ist hier die VIP-Anlage von unserem Hotel. Die kann man sich sozusagen so diese kleinen Häuschen suchen. Dann kann man hier ein bisschen entspannter, weil da drüben sitzt so ein riesen Wellenbad. Da sind ein paar andere, also hier sind wahrscheinlich so um die 10 Pools. Die sind alle so voll beladen, dass wir uns heute den Ding machen. Jetzt haben wir hier unsere eigene Hütte. Menorca und Ibiza und so. In deinem Urlaubsfest normalerweise, also ich glaube, es geht gar nicht ohne, dass du irgendwie kennenlernst. Also ich glaube, du lernst immer wen kennen. Du hast immer irgendwelche Leute gleich vom ersten Tag, mit denen du da durch die Gegend rennst, irgendwie mit denen du auf Party gehst. Wir waren damals echt irgendwie, keine Ahnung, der war mit 12. Das war so der letzte Urlaub von uns, dann so Mallorca und dann echt so irgendwie schon, dass da die Leute zusammen so jeden Tag eine andere alte, die wir dann geil fanden und mit der wir dann durch die Gegend gelaufen sind und so. Das war also unfassbar. Man war immer unterwegs mit einem und gar nicht so. Und das waren immer so Bill und ich und so 10 Mädels. Nur Bill und ich. Und dann waren auch vielleicht so ein kleiner Junge, weil das der Bruder von der einen war. Aber ansonsten nur Bill und ich und nur Mädels. Typen waren ja dann auch immer sauer, weil das Ding war. Und das war ja schon immer so, dass Bill und ich ja so jung waren. Und wir immer so viel mit Mädels zu tun hatten. Wir hatten ja immer ältere Freunde. Wir hatten ja immer echt so, die waren ja alle, also wir waren 12 und so die Jüngsten waren so 14. Die Mädels. Und die sollten ja normalerweise, und die gingen halt hin bis 16 oder 18 so. Und normalerweise, guck mal, 14 bis 18-Jährigen, die haben ja was mit den 16-Jährigen aufgehört. Und wirklich waren 12. Die wollten alle was von uns. Und die Typen haben richtig abgekotzt. Und die waren richtig, richtig sauer auf uns. Und die, aber die haben sich das nicht anmerken lassen. Und die wollten uns ständig einen einschicken. Jo, wir sind auch in Just me and you. Through the ropes too. Also, ich stehe ja nicht so auf Erdnussbutter eigentlich. Aber es schmeckt ganz gut. War was anderes. Zeigt kalt leider. Toastet wäre es geiler. Und alles auf Empfehlung von Georg oder wie war das? Natürlich. Will, du warst auch ganz zufrieden, oder? Geht so, ich hätte mir jetzt zum Frühstück was anderes gewünscht. Apropos Frühstück, wie spät ist es jetzt? 17 Uhr, oder? Ja, 17:40 Uhr. Ich bin erst 6 Uhr aufgestanden. Aber ich hätte jetzt lieber was, ein schönes Ei gegessen oder ein Omelette oder so. Dafür gibt es jetzt noch Pommes. Ja. Also früher war es bei uns immer so ein Schwimmbad zum Beispiel. Da konnte ich konnte nie im Schwimmbad sein, wenn gerade keine Alter an. Immer wenn ich im Schwimmbad war, wollte ich habe sofort eine Alter aufgerissen. Weil ich immer habe meistens auf dem Weg dahin, also im Bus. Mir eine aufgerissen, dann auf die gleiche Schwimmbad. Genau, oder dann, wenn es ein Fischertag war, direkt dann halt im Schwimmbad noch aufgerissen. Genau. Man wollte immer im Wasser. Im Schwimmbad hatte man meist schon die zweite oder dritte Beziehung. Ja, aber es geht aber auch ums Wasser. Ich wollte immer Freundinnen haben, wenn ich im Wasser bin. Was bin ich immer, wenn ich irgendwo an den Pool oder ins Wasser oder irgendwo hin oder auch im Urlaub so im Meer oder ich brauche immer eine Freundin. Also ich wollte so einfach mit der im Wasser rumzumachen. Ja, ich wollte immer eine Freundin haben. Aber sobald ich aber wieder am Strand war und mich sonnen wollte, da schon nicht mehr. Da habe ich schon gesagt, so komm. Nee, da nicht. So, da nicht. Abends musste das auch wieder vorbei sein. Das musste nur fürs Wasser. Das mit dem Wasser kenne ich auch.
aber nicht jetzt gerade. Doch, das nur so ein Quickie mit Wasser. Ja, genau. Ja. Was? Ja. Das hatte ich früher Wiki, immer in der Schule. Ja. Hot Topic, iTunes and Best Buy each carry their own very special edition of our US Scream album with some exclusive bonus content.